Herzlich willkommen, meine Freunde, zur 14. Folge unseres Marvel Spider-Man 2 Let's Plays. Und wir befinden uns jetzt gerade in Coney Island, dieser Freizeitpark. Und ja, Freunde, nachdem wir in der letzten Folge hier mit Miles waren, weil wir auf Mysterio getroffen sind, wo wir in so einer Simulation drin waren, wo dann am Ende auf Martin Lee getroffen ist, dann sind Miles und sein Kumpel abgehauen und zufälligerweise sind jetzt Peter, Harry und MJ hier und wir schauen mal, was uns hier erwartet, meine Freunde. Als erstes müssen wir hier hin. Gibt es ein paar Freizeitaktivitäten. Okay. Mein Fehler. Willkommen. Was können wir hier machen? Keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Er scheint krass zu sein in dem Spiel. Du schaffst das. Okay, Spieler. Finger an Abzug. Los geht's. Aufs Ziel. Okay, Controller drehen oder mit dem rechten Stick zielen. L2 oder R2, um Wasser zu schießen, okay? Oh. Oh, okay, warte mal. Man kann da gar nicht gut genau zielen. Okay, einfach drauf. Und jetzt? Hallo? Ach so, ich muss X drücken, um zu starten. Oh. Great Coney Island Open kehrt nach 3 Jahren zurück. Oh Mann, okay. Unsere Teilnehmer scheinen. Ey, das ist ja cool. Ich kann mit dem Controller einfach den Controller neigen. Dich ablenken. Das funktioniert nur nicht. Das ist gemein. Das sieht gut aus, Freund. Du bist für ihn? Ich mag halt keine Schummler. Das tat weh. Und. Und unser ewiger Champion behält seine Krone. Moment, was ist mit ihrem Preis? Oh, ist okay. Danke. Ich wollte diesen... Da war so ein Todd-Plüschtier. Guckt euch den an. Als nächstes dieser Pilz. MJ Watson und der Speed Demon. Hey, gib uns den doch. Okay, was als nächstes? Gehen wir auch zu den anderen Fahrgeschäften und spielen. Wenn wir genug machen, gewinnen wir etwas am Preisstand. Jo, okay. Ich hab das irgendwo gelesen. Wir können die ganzen Dinge ausprobieren. Bro. Wie hast du mich nur dazu überredet? Ah, sei ruhig und rieche das Popcorn. Wie kannst du jetzt über Essen nachdenken? Du kennst mich und meine Talente. Klar. Oh Mann, ihm wird übel. Mir würde da auch richtig, richtig übel werden. Aber wir können es doch verlassen, wann wir wollen. So spektakulär ist das hier gerade auch nicht. Der Arme, ihm scheint übel zu werden. Komm, wir verlassen das Teil. Oh, damit hätten wir die Schwindelfahrt erledigt. Naja, Spider-Man wird wahrscheinlich cool, nicht schwindelig. So, Freunde, fahre mit dem Time Twister. Ich wusste, ich habe das irgendwo gelesen. Haben wir geschafft. Okay, Basketball. Hoffentlich ist der Speed Demon noch so aufregend wie früher. Komm, Freunde, wieder Basketball. Lass dich nicht von ihm unterkriegen, MJ. Er hat Angst. Gib her, okay. Dieses Mal machen wir alle rein, Freunde. Ich wusste nicht, dass du Basketball so magst, Harry. Mit all der Energie, die so, Freunde. Ich jetzt habe, mag ich ja, ja, okay. Und? Wir müssen nur 3 Punkte machen. So, der sollte auch reingehen. Zeig ihm, wie es geht, Pete. Und der letzte. So. Okay, das ist einfach. Das ist einfach. Jawohl, auf geht's! Wie er sich fühlt, ne? Der fühlt sich. Was als nächstes? Noch ein Stempel für unser Ticket. Spiele Knock 'em Down, okay? Das scheint das mit den Flaschen zu sein hier hinten. Nicht das, das hier. Das Spiel ruft geradezu nach uns. Diese Dosen abwerfen. Yo, so etwas muss es doch natürlich geben. Ich weiß noch, wie jemand 20 Mäuse bei Knock 'em Down verballert hat. Oh. Okay. Was ist am besten, Freunde? Ich glaube, den mittleren ist am besten abzuwerfen, oder? Ja. Komm. Ja. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Das sollte eigentlich nicht möglich sein, meint er? Mhm. Und noch einen geholt. Test your love jetzt als nächstes. MJ richtig gerade im Clown-Modus, wie sie redet, falls ihr darauf geachtet habt.
Das ist lustig, das ist lustig. Okay. Ihr lasst euch zu Seelenverwandten erklären. Ich flieg solo. Vielleicht sende ich ja Casanova-Vibes aus. Viel Glück. Seelenverwandte, ha? Huh? Dir kein Druck. Was weiß dieses Ding über uns? Okay, Touchpad berühren oder... Oder was? Okay. Vielleicht, dass du bei mir einziehen solltest? Kann ich auch meine Hände einfach da drauf? Als hätte ich meine eigenen Hände da dran. Nein. Ja, vielleicht. Yo, oh. Wow, was? Das kann nicht sein. Dead in the water. Was ist dieses Ding denn? Die Körpertemperatur? Oder den pH-Wert der Haut? So raffiniert ist das bestimmt. Yo, das hat was zu bedeuten. Da gab es sogar Spectacular, das hätte ja perfekt zu Spider-Man gepasst. Stattdessen das Unterste. Fahre mit dem Flying? Was? Jemand Lust auf Go-Kart? Mit dir am Steuer? Nein, danke. Brooklyn Race Karts, okay. Und schon, ihr Turteltäubchen. Es wartet noch viel Park auf uns. Eine Runde Mario Kart. Als ob jetzt alles... Bro! Was? Verbrecher? Nein, das ist der Mitarbeiter. Keine Angst, ich helfe dir. Was ist das für ein Koloss, der Typ? Ist das... Tombstone? Was macht er denn hier? Tombstone? Er ist wohl ein... Mechaniker. Und hilft den Leuten. Danke fürs Rausziehen, Mann. Das hätte übel werden können. Vielleicht doch lieber die Achterbahn. Okay, ein ehemaliger Spider-Man-Gegner, der sich anscheinend gewandelt hat. Tombstone? Mysterio? Dieser Park zieht reformierte Superschurken förmlich an. Ja, schon zwei Superschurken, die jetzt hier arbeiten. Das ist lustig. Vielleicht sind das nicht die einzigen. Okay, Speed Demon. Eine Achterbahn? Yo, Achterbahn für mich. Für mich Katastrophe, Mann. Nach dir. Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr Achterbahn fahren mögt. Also ich kann nur solche, die nicht so viel schwanken, Looping oder so, kann ich nicht. Keine Angst. Und Harry muss mit einer zufälligen Frau da sitzen. Controller heben, Hände heben, hä? Wahrscheinlich ist es, dass die Person, der Harry sein Okay. Das wäre echt ein süßes erstes Treffen. Sollen wir es ihr sagen? Ihr was sagen? Was flüstert ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage MJ nur, dass sie die Arme bei der Fahrt nicht rausstrecken soll. Okay, schauen wir mal, ob das interessant wird, diese Achterbahn. Aber wir können sie auch verlassen, wann wir wollen. Aber wir schauen mal. Okay, jetzt. Aber es ist auch so dunkel gerade, ne? Aber lang sollte es nicht mehr dauern. Und Freunde, lasst gerne mal ein Like da, einen Kommentar. Ich sag's auch nochmal am Ende, aber für die, die gerade dabei sind, würde mich sehr freuen, Freunde. Falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt ist es vorbei? Nein, noch nicht. Wie lang geht das jetzt noch? Ich wollte jetzt nicht direkt verlassen, Freunde. Aber komm. Okay, jetzt kommt ein Looping. Mal schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das ein. Yo, ich fühle mich so, als wäre ich in echt dort. Nein, Spaß. Aber richtig dunkel, ne? Sehr, sehr dunkel. Wie spät ist es da eigentlich? Und? Vorbei? Ist es endlich vorbei? Nein, da kommt noch was. Okay, jetzt ist es vorbei. Okay, ich hätte schon längst verlassen können. Egal. Wollt mir mal nicht so sein. Aber jetzt ist es vorbei. Stellt euch vor, wir können jetzt nochmal fahren. Das wär's. Das war episch. Ja, oder? Das war nicht episch. Das hat wirklich gemacht. So. Furchtloser Anführer. Was jetzt? Und zum krönenden Abschluss. Muscle up? Oh, du sagst es, Baby. Muscle up, okay. Ist das so ein Boxautomat? Aber der Traum treibt mich weiter an.
Ich glaube, diesmal klappt's. Gehen wir mal dorthin, aber was ist hier? Ja, das ist doch diese Haley. Die aus Miles Klasse. Ich hoffe, Miles sieht das. Er hat echt Talent. Ausgezeichnet. Ach so, sie hat hier eine Ausstellung, aber Miles, ihm ging's nicht gut. Doch irgendwie modern. Sieh mal an, hat wohl jemand im Kunstkurs aufgepasst. Er hat ja gesagt, er kann leider nicht kommen. Weißt du was? Egal, gehen wir weiter. Hier ist die ganze Map ist davon. Schlimm, dass ich mir für das Karussell zu alt vorkomme. Ja, was ist hier dieser Krake? Schauen wir mal, hier gibt es auf jeden Fall mehr Sachen. Nein, Mann, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht machen. Brauchen wir nicht. Wir gehen mal zu Marcel ab. Jo, heute einfach. Nicht zu fassen, dass er dein Boss ist. Heute einfach Freizeitpark. Einfach was zum Draufschlagen. Sie haben zwei Schläge. Ah, okay, so etwas. Willkommen. Wer will zuerst? Komm, wir sind Spider-Man. Wir machen easy Maximum. Hoffentlich. Und wie funktioniert das? Controller schnell nach unten schlagen oder X? Okay. Bro. Okay. Klasse. Das war auch einfach. Mach langsam und nicht weh. Das Einzige, was leiden wird, ist dein Parker-Sturz. Jetzt macht er das kaputt. Habe ich so ein Gefühl. Der wird safe sprengen. Ich wusste es. Yo, 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 yo. Sorry. Der Kerl ist sauer. Und Peter sollte sich wundern. Er ist doch der mit Spider-Man-Kräften. Wie kommt das, Bro? Das war wohl wirklich mein Jahr. Harry, das war unglaublich. Ja, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, wie wär's jetzt mit was Entspannterem? Keine Ahnung. Okay, fahre mit dem Riesenrad, was Entspannteres. Hier. Es gibt noch mehr Fahrten und Spiele zu entdecken. Willst du den Abend wirklich beenden? Abbrechen. Freunde, wollen wir den Abend wirklich beenden? Es gibt noch diese Dinge und so weiter. Aber ich glaube... Okay, das kommt jetzt aus dem Nichts, aber hör zu. Dieses Halloween. Gruppenkostüm? Gruppenkostüm. Oh, oh ja. Was sagt die da? Okay, ich presche hier vielleicht etwas vor, aber ich sehe ziemlich viel Spider-Man-Kram. Ginge da vielleicht was? Morph-Suits sind gar nicht so teuer. Ja, deshalb habe ich dich eingestellt, Pete. Was ist bei den Halloween? Das würde ja voll zum Datum jetzt passen. Bei uns? Okay, machen wir noch mal das. Hydra-Head-Hitters. Controller nach unten schlagen oder X zum Hämmern. Okay. Auf geht's. Okay, ihr kleinen Hüters, kommt raus, kommt raus! Mann, du bist echt gruselig. Was? Es sind keine Schweine. Ich kann nicht einfach drohen, ihr Haus umzupusten. Ey, yo, warte mal, ich muss jetzt zielen. So. Keine dummen Sprüche zu machen? Hab ich nicht. Danke der Nacht. Ja! Die Armen dieser kleinen Drachen. Hey, MJ. Alles gut? Los, MJ, zeig den Hydras, wer hier richtige Daumen hat. Spielen die das auch gerade? Ja, okay, das war's. Sie hat viel mehr Punkte als ich. Das habe ich echt gebraucht. Das hat sie aber nicht gesehen. Sag schon. Klassische Übertragung. Okay, jetzt reicht es. Gehen wir weiter. Riesenrad als krönender Abschluss. Ja, wir wollen den Abend wirklich beenden. Hey, steigt ihr Turteltäubchen doch schon mal ein und ich versuche noch ein paar Einhörner zu gewinnen. Der hat doch was vor. Warum sollte er nicht mitkommen? Das wirkt, als würde gleich was passieren. Keine Ahnung. Komisch. Harry bekommt eine zweite Chance und ich fühle mich, als bekäme ich auch eine. Ihr beide werdet ein Wahnsinns-Team sein. Der Bugle hat gepostet. Und? Hast du die Titelseite? Du bist Redakteurin. Wir bräuchten Champagner.
Feuerwerk, ja. Skorpione und Explosionen, herrje. Das ist die Story von dem Neuen. Oh, MJ. Sie hat schon 5000 Aufrufe. Ich muss eine andere Story schreiben. Ich muss Jonas Vertrauen gewinnen. Hey, dir fällt schon was ein. Du kannst das. Danke. Klar. Und hey, wenn du Hilfe von der freundlichen Spinne von nebenan brauchst, naja, wir sind ja auch ein Wahnsinnsteam. Auch wenn ich den Champagner vergessen habe. Nächstes Mal. Läuft gerade nicht so gut bei ihr. Bei der Arbeit, aber ja, schauen wir mal, ob sich das ändert. Und was ist mit Harry? Oh, oh, Jäger. Aus dem Weg. Jo, wen suchen die jetzt? Die Jäger? Oh, sie suchen Tombstone. Die wollen wirklich alle Schurken in der Stadt. Tombstone. Der Arme. Der Typ macht doch gar nichts. Und wir sind Spider-Man. Was? Nur mit einer Maske. Und stimmt, ich habe den Amazing Spider-Man-Anzug. Okay. Ihr seid Kravens Schlägertruppe, oder? Welchen Superschurken jagt ihr diesmal? Mysterio? Tombstone? Keiner will nach uns nicht stören. Ja, okay, Freunde. Das kam unerwartet auf einmal. Was? Tja, geht mir auch so. Ich wollte nur Waffe geklaut? Einen ruhigen Tag. Aber nein. Schieß auf ihn. Arme Spider-Man, er wollte doch nur einen ruhigen Tag. Komm her. Die haben echt viel Leben, ne? Komm, öffne ihn nach oben. Glauben wir ihm die Waffe, okay, oder auch nicht? Tombstone kommt schon zurecht. Immer noch nicht besiegt? Ich muss sie von den Leuten fernhalten, die noch im Park sind. Oh nein, Harry! Nee, der Harry kann wahrscheinlich schon auf sich selbst aufpassen. Harry, geh endlich ran! Hier ist Harry. Hinterlass deine Nachricht. MJ! Harry geht nicht ans Handy! Ich habe hier alle Hände voll zu tun und ich kann ihn auch nirgends sehen! Unsere Gondel kommt gleich runter. Ich pass auf, dass ihm nichts passiert. Und pass auch auf dich auf! Hey, du weißt, ich habe immer meinen symkarianischen Kumpel dabei. Peter, der Ehrenmann, sorgt sich um Harry. Ich arbeite noch am Nach. Ich melde mich, wenn ich Harry finde. Okay, ich sollte mal ein bisschen meine Fähigkeiten benutzen. Komm. Ja, aber der Amazing Spider-Man-Anzug ist so cool, Freunde. Wow, wow. Aufpassen. Was? Hat mich richtig hart erwischt. Nicht gut. Nicht gut. Was war denn das für ein Meme? Konnte nur einen davon aufheben, aber... Ist der besiegt? Oder immer noch nicht? Jo, die haben richtig krass viel Leben, aber... Liegt an der Schwierigkeit. Gehört dazu, Freunde. Ausgewichen, gut. Und jetzt noch den hier. Ja, das war der letzte. Oder auch nicht. Jo, wie schnell fahren die? Sie wollen zur Rennbahn. Guckt euch die an. Er ist hart im Nehmen, aber die sind es auch. Bro. Startet die Motoren. Möge die beste Spinne gewinnen! Ich das war heftig, wie schnell die da gefahren sind. Wir haben Glück. Es sind beide. Gut, Freunde. Läuft gerade gut. Rakete auf. Fang! Auf ihn werfen. Haben wir mal die Waffe, oder auch nicht? MJ, hast du Harry? Noch nicht, aber ich habe Mysterio gesehen. Pariert? Ravens Schläger scheint sich nicht für ihn zu interessieren. Dann wollen sie nur Tombstone. Danke für den Tipp. Ja. Ich suche weiter nach Harry. Wir könnten etwas verstärken. Tombstone, den hat man auch noch nie gesehen. In den Spielen. Aber interessant, man erfährt was von Feinden, denen man noch nicht begegnet ist. Und Freunde. Fragt, also, das erste Spider-Man-Spiel, wie es angefangen hat. Also, wow. Das hat angefangen mittendrin einfach. So, man hat jetzt nicht erlebt, wie er zu Spider-Man wurde. Das Spiel wollte es extra so machen, dass man ein bisschen schon einen erfahrenen Spider-Man hat. Weil
denke, die meisten haben ja schon mal gesehen, wie er zu Spider-Man wurde. Das haben sie sich dann gespart. Aber ist ja auch mal ein bisschen was anderes. Bro, diese Hunde erledigen mich immer. Ich muss aufhören, so viel zu reden, Bro. Okay, einen habe ich. Wo ist der nächste? Da hinten. Bro. Habe ich ihn? Kämpfe gegen die Jäger. Hallo? Ah, da hinten sind noch welche. Ich kann mich halt nicht heilen. Feuer frei! Ich bin fast besiegt. Auf ihn, auf ihn. Ja, das war der letzte. Ich habe nur 8 HP. Nur 8. Wie geht's weiter? Oh Mann, und die Folge neigt sich am Ende? Jo, die wollen uns einfangen. Die haben es geschafft. Was? Ihn haben die auch? Wir müssen uns befreien. Diese Netze haben es in sich. Mach die Spinne platt. Oh Mann, Freunde. Nicht, dass ich jetzt wieder mitten in einem Kampf beenden muss. Bro, Freunde, es tut mir so leid. Ich glaube, wir müssen hier nächstes Mal weitermachen. Wie sehr es mich auch schmerzt. Aber ja, die Folge neigt sich so sehr dem Ende zu. Wir haben leider noch viel vor uns, bin ich mir sicher. Da wird bestimmt noch einiges passieren. Mit Tombstone, vielleicht auch mit Mysterio, vielleicht auch mit Harry. Und ja, Freunde, es tut mir so leid. Ich beende hier die Folge. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ich beende einfach mitten im Kampf, ist doch nicht wahr? Wow! Und ja, meine Freunde. Verzeiht mir so sehr, verzeiht mir. Aber es ist vieles passiert. Wir waren viel im Freizeitpark. Und jetzt sind wir mitten im Kampf. Freut euch einfach in der nächsten Folge drauf. Verzeiht mir bitte, Freunde. Sonst wird das wieder richtig lang gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da und ein Like. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Spider-Man-Anzug ist. Der Amazing Spider-Man-Anzug gehört auch für jeden Fall zu meinen Lieblingsanzügen. Es gibt noch viele andere Anzüge, die ich noch gar nicht kenne in dem Spiel. Aber ja, auch der normale Marvel-Spider-Man-Anzug vom Spiel gefällt mir auch sehr. Ja, lasst mich mal eure in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Passt auf euch auf und habt noch einen schönen Tag, okay? Bye. Thank you.